Das Monster wird kommen. Der Hexer schlägt's tot. So bringen wir rasch wieder alles ins Lot. Doch ach, meine Kleine wird unglücklich sein. Ich schenk ihr was Schönes. Sie wird's schon verzeihen. Abgang. 8-2. Hier sind wir versammelt, in edelster Rund, zu feiern der holden Verlobung zur Stund. Doch ach, kein Monster erspäh ich hier. Vielleicht verbirgt sich's im Keller oder in einem Fass Bier. Ich glaube, das war schlecht. Liebste, die Leidenschaft in unseren Herzen brennt schon seit Monaten heller als Kerzen. Heute ist Schluss damit. Werd meine Braut. Und dann wird dir ruckzuck die Unschuld geklaut. Oh, Liebster, mein Ja, wie wunderbar. Trinken wir darauf vorzüglichen Wein. Das Paar, es möge gesegnet sein. Ah, ja. Oh nein, dieser Wein ist mit Silber versehen. Wie ekelhaft. Auf den Abort muss ich gehen. Potzblitz, der Prinz ist ein Doppler. Oh nein. Sie liebt ihn und mag er auch Anderling sein. Na, das war richtig dumm. Hexer ist das Biest, das ich erwähnt. Töte es rasch, wie bestellt und ersehnt. Nicht doch, halt ein! Der Mann dort ist mein! Fort mit den Waffen. Ein Doppler ist er? Als ob schon deswegen ein Monster er wäre. Die äußere Gestalt macht das Monster nicht aus. Sondern schlechte Moral und ein mickriges Haus. Recht hast du, Hexer. Er schmiedete Ränke. Das war nicht der Satz. Auf dass er nach seinem Bedarfe mich lenke. Der Doppler soll leben. Meine Tochter sei sein. Sie liebt, was er ist. Darum wird er sie freien. So schließen wir. Und die Moral der Geschichte... Wer Doppler nicht lieb hat, der ist nicht ganz dicht. Der Hexer ist wahrlich ein Doppler-Freund. Schlechtes Stück. Doch du, Schurke, bist unser aller Feind. Wachen, kommt her! In den Kerker muss er! Hey, hört ihr, was die Prinzessin sagt? Kommt hoch! Also los, Meister! Rauf da! Rauf auf die Bühne! Die Narbe. Werf den Verräter in den Kerker! Keine Angst. Es werden noch alle glücklich bis an ihr Ende leben. Die Narbe, das ist der Doppler. Prinzessin und Doppler vermählten sich gleich. Und sogar das Dienerherz wurde dabei weich. Doppler auf den Scheiterhaufen! Verbrennt sie! Schon gut, Kumpel. Das ist doch alles nur Spaß. Eine Komödie. Meine Güte, selbst ein Ghoul könnte den Prinzen spielen. Jetzt kommt die Ordner wahrscheinlich auf ihre Position. Oder nicht. Aber wenn wir noch mehr verkackt hätten, dann wahrscheinlich was zu sehr verkackt hätten. ...500 Erfahrungspunkte, hurra. Geralt, du hast mich erkannt. Wie nur? Sei gegrüßt, Dudu. Hab von dem Andenken gehört, das Hurensohn auf deinem Gesicht hinterlassen hat.
Dann weißt du alles? Hast du Ciri gesehen? Nein, ich suche sie noch. Geralt, Meister, das war toll. Hab seit Ewigkeiten nicht mehr so gelacht. Die Jungs werden's nicht glauben. Sag mir nur eins, du und Rittersporn. Wie habt ihr es geschafft, Reuven, Hurensohn und die Tempelwache auf einmal gegen euch aufzubringen? Das war nicht so geplant. Warum hast du keinen Kontakt zu Priscilla oder den Schauspielern aufgenommen? Ich war bei einigen Vorstellungen, aber ich habe nicht gewagt, mich zu offenbaren. Ich hätte sie vielleicht in Gefahr gebracht. Dann habe ich von dem neuen Schauspiel gehört und dachte, ich könnte irgendwas über Ciri und Rittersporn erfahren. Ciri ist zu Hurensohn zurückgegangen, um dich zu holen. Wie bist du entkommen? Ich bin ihr ja nachgelaufen, aber ich wäre ihr nur ein Klotz am Bein gewesen. Sie hat mich angefleht, dass ich mich verwandle und abhaue. Ich habe Ciri und Rittersporn gesucht, aber sie waren wie vom Erdboden verschluckt. Ich hatte Todesangst und verwandelte mich jeden Tag in jemand anderen. Ich wollte mich sogar in Ciri verwandeln, um ihre Verfolger reinzulegen, aber... Immer langsam, Kumpel. Geralt, wann hast du Cirilla zuletzt gesehen? Ist ein Weilchen her, oder? Nicht. Ein Weilchen, ja. Bei mir auch. Sie muss ja jetzt erwachsen sein. Dudu, tu uns einen kleinen Gefallen und zeig uns Ciri mal kurz. Geralt? Um es zu sehen oder wozu? Verwandle dich in sie. Bin ja mal spannend. Mit Narbe auf dem Auge. Oha. Es ist seltsam, wenn ihr mich beide so angafft. Genügt das? Wow. Ja, das reicht. Okay. Blöde Idee. Du bist doch nicht wütend auf mich, Geralt? Nein. Da bin ich froh. Ich glaub, man und Rittersporn? Konntest du ihn finden? Die Hexenjäger haben ihn. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Wir können Rittersporn befreien. Wir brauchen aber deine Hilfe. Was kann ich tun? Nimm Menges Gestalt an und gib Befehl, Rittersporn nach Ochsenfurt zu verlegen. Wir legen uns in der Schlucht bei dem Weg auf die Lauer und schnappen Rittersporn, wenn der Konvoi vorbeikommt. Halt, nicht so schnell. Wie soll ich Menge denn darstellen? Und wo Rittersporn sitzt, weiß ich auch nicht. Okay, Verwandlungen funktionieren in dieser Geschichte mit Schwertern und mit Ausrüstung, mit Inventar und mit Kleidung. Ah ja. Niemand weiß, dass Mengs tot ist. Du brauchst keine Entdeckung zu fürchten. Niemand, außer dir? Und hat das irgendwas mit dem Feuer bei den Baracken der Hexenjäger zu tun? Schwerter auch. Wir waren in der Gegend. Wie schade, dass ich das nicht gesehen habe. Rittersporn wird auf der Tempelinsel gefangen gehalten. Du musst herausfinden, wo genau. Aber was, wenn sie Verdacht schöpfen und Fragen stellen? Ich verwette meine beste Axt, dass niemand den Kommandanten der Tempelwache belästigt. Außerdem bist du ein Doppler und ein Schauspieler. Du kannst bestimmt doppelt so gut improvisieren, wenn du in der Klemme steckst. Oh, der war schlecht. Wenn es eng wird, gehst du einfach um die Ecke und verwandelst dich in ein vollbusiges Mädel oder eine Dohle oder so. Natürlich, so einfach ist das. Danke auch. Hör mal, du schaffst das schon. Menge gilt als vermisst. Du kannst dir ausdenken, was du willst. Meine Jungs und ich legen uns in der Schlucht auf die Lauer. Geralt stößt dazu und wir warten auf deine Nachricht. Aber wie soll ich euch als Menge kontaktieren? Eine Nachricht schicken, dass der Konvoi aufgebrochen ist? Dir wird schon was einfallen. Du bist doch ein schlaues Kerlchen. Und? Alles klar? Dudu, beweg deinen Hintern zur Tempelinsel. Ich trommle meine Leute zusammen und wir warten auf dich, Geralt. Ja, wir sehen uns in der Schlucht. Wartet! Halt! Moment mal, wie geht's denn danach weiter?
Ich soll ja wohl nicht Menge bleiben, wie Chapelle leben und dann und wann einen Ketzer verbrennen, um den Schein zu wahren. Nein. Wenn alles vorbei ist, kommst du zum Rosmarin und Thymian, wo wir uns alle treffen. Und uns wie die Iltisse besaufen. Abgemacht? An die Arbeit! Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Fürs erste Mal. Nur ein paar kleine Unsicherheiten. Die Vorstellung im Allgemeinen. Was denkst du darüber? Ich bezweifle, dass das Publikum alles verstanden hat, aber das war auch nicht zu erwarten. Ich bin sehr froh, dass die Lunden die Nachricht verbreitet haben. Das war ein großes Publikum. Wie schade, dass Maxim auch noch betrunken auf die Bühne kam. Einige Zuschauer haben ihr Geld zurückverlangt. Bitte sehr, deine Gage. Ich muss zugeben, dein Schauspiel ist sehr minimalistisch. Ja, gut. Hast du irgendwo studiert? In Kaer Morhen. Minimaler Ausdruck bedeutet maximale Wirkung. Danke für die Bezahlung. Bis dann. Dodo Bieberfeld. Triffst du heute an einem Ort? Sind da jetzt 50 Punkte? Erfahrungspunkt 25. 20 Kronen. Oha. Erfahrungspunkt 25. Ein Punkt. Okay, ich muss mal hier gerade. Noch mehr Erfahrungspunkte. Ein Poet in Nöten. Triff Sultan am Ort des Sitterhits. Okay, ist jetzt die weitere Hauptquest da wie? Quest abgeschlossen, ein Poet in Nöten. Hier findest du ihn nicht. In Wahrheit sind wir schon. Aber ja, ein tolles Schauspielstück. Dann machen wir die nächste Quest weiter. Auf geht's zu neuen Taten. Und wie geht's mit diesem Heiler? Mitten in der Nacht. Der ist am Hexer, als Hexer am schönsten. Ich hab dich erschlagen. Den halben Tag auf. Mir verfault das Obst auf dem Wagen. Ja. Mal zur Abwechslung mal wieder die Plätze nehmen. Plätze, auf geht's. Das kannst du nicht tun, als ob. Bist du schnellst raus aus der Stadt. Ah, endlich. So. Okay. Lauf, Plätze. Oh, pass doch auf. Scheiße! Rechts geht's auf lang, aber wir müssen gerade geradeaus. Wohin reisen wir gerade? Aha, hier. So ist gut. Sind gleich da. Etwas abseits von der Stadt. Okay, hier werde ich mal zu Fuß hoch. Hallöchen, Sultan. Dann ist wohl alles bereit. Ja, sobald wir sie sehen, blockieren wir den Weg. Zur Not gegen eine ganze Einheit. Wobei, du weißt ja, dass ich den Plan toll finde und immer gerne helfe. Und ich habe gewiss nichts dagegen, ein paar Heuchlern den Schädel einzuschlagen. Aber wenn wir nun schon einen Doppler haben, warum lässt er nicht einfach Rittersporn frei und fertig? Ja. Dieser Überfall ist einfacher. Menge hatte tatsächlich vor, Rittersporn nach Ochsenfurt zu bringen.
Dodo muss nur einen Befehl bestätigen, den Menge ohnehin erteilen wollte. Wenn er Rittersporn freilassen würde, müsste er die Gründe erklären und würde sich vielleicht verdächtig machen. Tja, ich schätze, du hast recht. Priscilla? Was machst du denn hier? Ein Kind hat eine Nachricht von Dodo gebracht. Der Konvoi bricht bei Tagesanbruch auf. Darf ich hier bleiben? Ich kann nicht länger zu Hause sitzen und mich um Rittersporn sorgen. Keine Bange, meine Liebe. Du kriegst den schönen Mann zurück. Komplett mit seinem guten... verdammt, wenn Damen in der Nähe sind, muss man echt auf seine Reime achten. Geh in die Stadt. Bitte. Ich störe auch nicht. Ach, Geralt, nun lass sie doch. Schau sie an, ganz verheult. Wie mein Fifi, als er Verstopfung hatte. Dein Fifi? Dies ist kein Ort für sie. Wenn ihr was zustößt, will ich Rittersporn nicht erklären müssen, warum sie hier war. Muss ich dich daran erinnern, dass ihr hier seid, um Rittersporn zu retten, nicht mich? Ich kann auf mich aufpassen. Na schön. Nee. Aber denk daran. Ich weiß. Sobald der Kampf beginnt, halte ich Abstand. Noch ist ja nichts los. Und es könnte auch noch eine Weile dauern. Also, wie wär's mit einer Partie Gwent? Nein. Mir ist gerade nicht danach. Spielt doch ihr beiden. Definitiv, nein. Gut, du kennst die Grundlagen, das steht fest. Jetzt können wir richtig spielen. Sie kommen! Da kommen sie! Priscilla, bleib hier. Oha. Die Gefängniskutsche. Wo ist der Doppler? Ja, den Namen habe ich mir jetzt nicht gemerkt, sorry. Mist. Ich Rittersporn nach. Okay, ich Rittersporn nach. Vorsicht! Da sind hier sind sie durchgeritten. Verdammt, hab ihn verloren. Ich muss nach Spuren suchen. Der ritzt doch im Schweinetempo hier durch. Der wird nicht gestoppt sein. Aber Pferd können wir hier auch nicht lang. Mit Pferd können wir die Spuren nicht lesen. Nein, jetzt nicht. Ach verdammt. Ich hab's eilig. Verdammt mich. Na komm schon. Und die muss jetzt hier besiegen oder was? Er trug in der Toter. Aha. Pferden. Die Spuren sind tief. Das Pferd war schwer beladen. Na toll. Und wir den noch einkriegen. Nach dem Kampf. Erstmal Blümchen pflücken.
Okay, wo sind sie lang? Wo nicht war aber. Schnellreisen, nein, das wollen wir nicht. Hier sind sie lang. Ein bisschen Honig mitnehmen. Haben wir die Pferde verloren oder was? Nein, hier sind sie lang. Wer ist gestrüpp? Na toll, kriegen wir doch nicht wieder so schnell wie die geritten sind. Doch schnellst über alle Berge. Und haben den Rast gemacht. Ah, da führen die Spuren weiter. Über den Acker. Hufspuren. Ach was. Ich meine, wir finden ihn ja mit unseren Hexersinnen. Du siehst blass aus. Probier's mal mit Zwiebeln in Öl. Egal wo er ist. Wir werden ihn finden. Hier ist wohl jemand. Da war dieses Mädchen, hat uns böse angeguckt. Ist hier jemand vorbeigeritten? Zwei Männer? Einer davon war wie ein Sack über den Sattel geworfen. Oh ja, da ist jemand vorbeigeritten. Ist dort links abgebogen. Aber er hat eine Frau dabei gehabt, ganz sicher. So wie sie gekreischt und geheult hat. Das war Rittersporn. Oh! Links ist er lang. Quest? Er ist links lang. Links. Er sagte gerade links. Sieht aus, als würde es lahmen. Wir sind rechts lang. Na gut, was soll es? Folgen wir den Spuren. Erwartet, dass ich mir die Beine abhacke. Ich wusste nicht mal, was er überhaupt wollte. Meinst du, jemand hat geplaudert? Wenn Riesenwilli wieder. Hey du, was zum. Was ist los? Sag du's uns. Einer dieser Jäger ist in die Hütte geplatzt und hat uns rausgeworfen, bevor wir irgendwas sagen konnten. Hatte er noch einen Mann dabei? Groß und dunkelhaarig? Ja, permanent am Faseln. Rittersporn. Der Jäger hat sich also verbarrikadiert. Gibt's noch einen Zugang? Den gibt es in der Tat. Wollt ihr den Jäger loswerden oder nicht? Ehrlich? Wir wollen euch alle loswerden. Aber er wäre ein guter Anfang. Hier, der Schlüssel. Die Kellertür ist hinten. Danke. Ah ja. Die Kellertür. Die
keine Luke. Und woher weiß ich, dass du keine Dummheiten machst? Ich gehe mit dir. Ich habe ja eh keine andere Wahl, oder? Und keine Menschen. Markenschwingstoff für Danische eine Ausrüstung. Ja, aber du wirst es nicht tun. Meine Leiche hat keinen Wert für dich, aber lebendig. Wie gesagt, 100 Goldbarren. Klingt das nach Rittersporn? Ist eine Frage, ich kenne den nicht. Oder ich will nicht Julian Alfred Tankert bis Count der letzten Hofe sein. Bis Count. Bitte, ich nenne doch jeder Rittersporn. Das mein Pseudonym. Ich kann doch nicht jedem dahergelaufenen Idioten meinen tollen Titel auf die Nase binden. Wenn du mich nicht Schluss machen könntest. Du hast eine weise Wahl getroffen. Sehr weise. Noch magst du nur ein Hauptmann sein, aber bald. Ich höre doch was. Wie? Nein, weißt du, ich und mein Knebel. Wir passen nicht. Sterb, Verdacht! Und zack. Oh, verdammt. Das läuft nicht gut. Das läuft gar nicht gut. So. Ich gehe wieder. Ciao. Ich sammle hier nur gerade. Blut hier gerade noch ein bisschen. Ist was? Ja gut. Geralt, musst du immer alles versauen? Ich hatte ihn genau da, wo ich ihn haben wollte. Wie wär's mit Danke für die Rettung? Wie gut, dich zu sehen, mein Freund. Warst ja eine Weile nicht in Novigrad. Was? Komm mit. Reden wir draußen. Da haben wir ihn endlich. Errungenschaft freigeschaltet, ein Freund in Not. Silla, was machst du denn hier? Geht's dir gut? Ich war krank vor Sorge. Rittersporn, du Gauner. Das hast du dem Mädel zu verdanken, dass wir dir nachsteigen. Sie hat keine Ruhe gegeben. Schade, dass du verpasst hast, wie wir den Jäger erledigt haben. Ich hatte einen perfekten Plan. Aber dann kam Geralt. Rittersporn, ich muss dich was fragen. Es ist wichtig, also konzentriere dich. Wo ist Ciri? Ciri? Ich dachte, da du hier bist, hast du sie nicht gesehen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Ach du Scheiße. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Wir waren auf der Tempelinsel und sind vor Hurensohns Männern weggelaufen. Das war die Hoffnung, dass er es weiß. Jetzt gibt es eine kleine Rückblende zu Ciri. Ein Ruhig in Nöte. Und dann war Ciri wieder. Was? Reißt euch zusammen, Jungs! Ja. Ach ja, stimmt, das war das letzte. Letzte Erinnerung mit Huren Sohn Junior. Und zwei auf einen Streich. Sehr gut. Sie haben die Tore blockiert. Wir müssen rennen. Schnapp dir ein Pferd. Zum Tempel. Dieses Geschichte, halsbrecherisches Tempo. Ach du Scheiße.
Okay, das hat nicht ganz so geklappt wie gewünscht. Lass dein Pferd hier! Es muss sein! Wir sind fast da! Oh, den haben wir umgeritten. Arme Pferd. Sie wollen zum Platz! Hierher! Wache! Wache! Rittersporn! Oha! Wow. Ziri! Mit quer durch den Bauch. Ziri? Oh, Schande. Verdammt. Nehmt diesen Mann fest! Sie ist teleportiert. Mhm.